Dann nehme ich Latte Macchiato. Dann nehme ich das auch mal. Also, Sahnezone. Also das ist eine Kombinationstherapie von Ozon. Also wir machen hyperbares Ozon, wir machen Ozon intramuskulär, wir machen subkutan, wir machen das über den Darm, also egal, Ozon, ne? Also überall, wo es gerade geht und wie es gerade geht. Und durch Ozon ist es ja so, dass die Gefäße sich öffnen, die Gelenke werden frei, die Leber erholt sich auch. Also es ist so, ich sag mal, es ist so Meister Popper, ne? Meister Popper. Erstmal schon mal rein. Nicht so. Dann es geht darum, dass keine toxische Wirkung von den Zähnen ausgeht. Ne? Dass wir die toxische Wirkung von beispielsweise, dass wir versuchen, ohne schädliche Schwermetalle auszukommen, dass wir möglichst ganz so auf Metalle verzichten, was schwierig ist. Aber möglich, dass wir insbesondere auch in der Implantation, wir sprechen ja darüber, dass wir dritte wie zweite schaffen wollen. Die Leute wollen auch nicht zahnlos durch die Gegend laufen. Sie wollen voll bezahnt sein, also metallfreie Implantate setzen. Ja, toll. So, dann sind Metallunverträglichkeiten nachweisbar. Und wenn man das weiß, dann kann man dem Rechnung tragen und kann versuchen, auf metallfreie Implantate, auf metallfreie Zahnrestaurationen auszuweichen. Und das ist genau das, was wir tun. Wir haben lange Zeit auch versucht, Zähne zu erhalten, auch über Wurzelbehandlung Zähne zu erhalten. Wir mussten feststellen, wir leisten dem Patienten einen Bärendienst. Irgendwann werden die Zähne akut. Es gibt Zysten, es gibt Infektionen, es gibt Systembelastungen von den Zähnen. Deswegen machen wir es heute nicht mehr. Wir entfernen die Zähne und der Patient hat einen Benefit. Aus diesem herdgerechten Zahnsanieren, wie ich das nenne. Ja, ja. Und auch wieder aufgebaut mit biologischen Mitteln oder gar nicht? Oder einfach nur ausgeschabt? Teils, teils. In vielen Fällen reicht es, über das Eigenblut zu arbeiten, bis das Blutgerinnsel sich organisiert. Wir versuchen über Ozon übrigens, über Ozon und homöopathische Mittel eine Stimulation der Knochenentwicklung, der körpereigenen Knochenentwicklung, sodass wir ortsständige Knochen haben, um später entweder zu implantieren oder andere zahnärztlich-prothetische Maßnahmen. Das dauert aber ein bisschen, ne? Diese Aufbau, oder? Wie lange dauert das? Eine Knochenheilung rechnet man so zwischen 6 und 12 Wochen. Das ist richtig schön. Ich sage meinen Patienten heute übrigens systematisch, kranke Zähne sind die Regel und nicht die Ausnahme. Und diese Kiefer- und Zahnentzündung von der Parodontalerkrankung, also Parodontose auch genannt, über Zahnwurzeln, über kranke Zahnwurzeln, über Wurzelinfektionen, über Wurzelspitzenresektionen, diese Auswirkungen, diese Zähne haben Auswirkungen auf das Blutbild. Sie werden es wiederfinden. Ja, nicht nur auf den Zahnbereich. Manchmal sehe ich auch ganze Zähne oder Wurzeln. Ich könnte jetzt natürlich nicht sagen, was mit ihm ist. Ich weiß aber, dass er krank ist. Ja. Und ich kann es auch nicht ganz genau sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist da, der oben oder der oder der oder der. Sondern ich sehe aber schon, ist es linke Oberkiefer oder rechter Unterkiefer. Das Toll. Sehe ich schon. Wahnsinn. Ja, das Wahnsinn. Ja. Aber ich kann es nicht mehr eingrenzen. Wahnsinn. Was bei mir eben auch interessant ist, ist, wenn ich diesen Blutstropfen nehme und wir machen ja Fotos da von den Bereichen, wo etwas nicht in Ordnung ist. Dass die Menschen es sehen. Das ist immer toll. Sie haben es in der Hand. Also Beispiel, jemand ist jetzt herzinfarktgefährdet und ich sehe hier, die Aorta ist zu. Das bildet sich ja richtig ab, die Aorta, das Herz oder so. Und dann frage ich ihn auch, haben Sie da was? Ja. Und dann zählt er mir, ja, ich habe da und da Probleme, ich bin herzkrank und so. Oh, das ist ja toll, dass ich das als Bild habe. Ne? Das geht viel mehr rein, wenn die Menschen es sehen. Spannend, ja. Und würde mich sehr interessieren. Ja, und wenn wir das dann behandelt haben, dann sage ich, sie sollen ihre Bilder wieder mitbringen. Und dann liegen sie eben so, legen die Bilder dahin und ich lege die neuen daneben. Und frage dann natürlich noch, was so zum Herzen gehört. Sind Sie noch kurzatmig, wenn Sie die Treppen hochgehen? Oder haben Sie noch Druck hier? Oder Herzrhythmusstörung, ist das noch da? So, und dann, wenn die dann sagen, nein, ist das nicht und ich fühle mich da wohl, dann sehen sie auch das Bild dazu. Das ist schon toll. Wenn wir zahnärztlich behandeln, ist es gut zu wissen, was für einen Patienten haben wir. Haben wir einen Rheumatiker? Das ist seit langem bekannt, aber nicht so richtig. Man weiß nicht so genau, wie ist das zu verstehen, dass derjenige
durch kranke Zähne, kranke Gelenke hat. Polyneuropathie ist schon lange von Hunicke und Gebrüder Hunicke, Neuraltherapie, darauf hingewiesen worden, dass Störfelder andernorts Schmerzen im ganzen Körper hervorrufen können. Und diese systemischen Beziehungen, die sind bis heute nicht hundertprozentig erklärbar, aber sie sind definitiv da und sie sind experimentell. Ja, das wurde bei mir auch gemacht. Ich hatte ja auch leider schon als kleines Kind Amalgam. Es ist auch ein Verbrechen, bei 10-jährigen Kindern Amalgam reinzumachen. Und was Sie vorhin sagten, diese Dämpfe, dass das ausdampft, ich habe das mal nicht gesehen. Aber wenn ich mit der Zunge gefühlt habe, war das ein ganz komisches Gefühl, so metallender Geschmack und immer. Da kann ich mich gut dran erinnern in der Kindheit. Und ich hatte es ziemlich lange drin. Und Gott sei Dank hat es mich jetzt vielleicht nicht irgendwie krank gemacht, weil ich ganz gesund lebe oder weil ich mich auch selbst behandle. Aber ich musste auch viel abgekriegt haben von dem. Jetzt habe ich seit vielen Jahren kein Amalgam mehr drin und auch kein Gold, nichts mehr. Und da bin ich auch ganz froh. Amalgam besteht zu 50%, eher mehr, aus Quecksilber. Der Rest sind Kupfer, Silber, Zink und Zinn. Alle diese Metalle sind für den menschlichen Organismus Fremdstoffe, mit denen man schwer umgehen kann. Es gibt eine ganz interessante Studie aus der Universität in Calgary. Die haben nachgewiesen, die haben experimentell Nervenzellen gezüchtet. Die haben sich wunderbar entwickelt. Und im selben Moment, das kann man übrigens im Internet auch nachlesen, im selben Moment, wo eine winzige Portion Quecksilber zugefügt wird, hat dieses Wachstum dieser Nervenzelle sofort eine Rückwärtsentwicklung vollzogen. Das sind Studien, ich glaube, aus den 90er Jahren aus Calgary. Also keine esoterischen Studien, die sind durchaus schulmedizinisch relevant. Auf einer Internetseite, die da heißt Rauchende Zähne. Rauchende Zähne. Da sind die Quecksilberdämpfe, die von Amalgamfüllungen abgesondert werden, werden sichtbar gemacht durch einen fluoreszierenden Effekt. Und damit haben wir das Problem, dass dass Kinder auf die Welt kommen, die Amalgam belastet oder Quecksilber belastet sind, die aber noch nie mit Amalgam in Berührung gekommen sind. Interessant. Das ist interessant. Habe ich nämlich schon oft gesehen. Oft bei Kindern gesehen, wie kommen die zu einer Schwermetallbelastung. Genau. Quecksilber ist nonstop. Der Kuh geht so lange zu Wasser, bis er bricht. Das heißt, solange der Körper irgendwo Abwehrleistung hat, Regulation aufrechtzuerhalten, das ist eigentlich das Ziel, was ich als in meiner zahnärztlichen Tätigkeit sehe. Die 99% aller seelisch-körperlichen Vorgänge werden durch Eigenleistung, autonome Regulation vollzogen.